Ja, verehrte Frau Präsidentin, geschätzte Kollegen Abgeordnete, eine kleine winzige Vorbemerkung muss ich mir nach dieser erschütternd langen Rede von Herrn Innenminister Strobel dann doch erlauben. Den Binärcode der Landesregierung, den kenne ich nun. Lauter Nullen. Ich war auch einigermaßen. Herr Dr. Meuthen, darf ich Sie zur Sache verweisen? Ja. Wir sind bei Top 2. Moment. Es gab bei Top 1 keine Aussprache. Wir sind bei Top 2 und reden Sie bitte zu Ihrer aktuellen Debatte. Das tue ich gerne. Als ich zu Beginn der Woche mit der Polizei sprechen wollte, um mich für ihren Einsatz in Schorndorf zu bedanken und mich aus erster Hand über die Geschehnisse informieren wollte, staunte ich nicht schlecht. Man war dort mir gegenüber gar nicht erst auskunftsbereit, da man vom Innenministerium einen Maulkorb bekommen hatte. Das muss man sich auch erst mal vorstellen. Das Innenministerium verweigert der Polizei den Dialog mit einem Abgeordneten, der die größte Oppositionsfraktion im Landtag anführt. Über die Gründe lässt sich nur spekulieren. Ich sehe hier Anlass für weitere Nachfragen, Herr Minister. Die mangelnde Bereitschaft, unseren Fragen zum Bereich der inneren Sicherheit auf den Grund gehen zu wollen, war in diesem Haus ja bereits in der vergangenen Woche Thema. Vermutlich war auch hier die Wahrheit mal wieder zu unbequem. Und ja, unbequem, das war sie tatsächlich. Das, was sich am Wochenende in Schorndorf abgespielt hat, an körperlicher und sexueller Gewalt, hätte man bis vor kurzem noch für unmöglich gehalten. Inzwischen scheint die importierte Kriminalität jedoch auch die schwäbische Provinz erreicht zu haben. Was in Köln, Berlin oder Hamburg in einem größeren Rahmen fast schon regelmäßig stattfindet, fand, wenn auch eine Nummer kleiner, das er konzidiert, am Wochenende in Schorndorf statt. Und Schorndorf steht dabei sinnbildlich für das, was inzwischen auch an vielen Orten hierzulande ebenfalls passiert. Ich nenne Böblingen, ich nenne Reutlingen. Das beginnen nun auch erste CDU-Politiker zu verstehen, immerhin. Schorndorf sei, so Jens Spahn von der CDU, wörtlich, nur ein Sinnbild dafür, was jeden Tag an vielen Orten in Deutschland passiert. Von Herrn Stegner von der SPD wird er dafür der Stahlhelm-Fraktion zugerechnet, das am Rande. So schaut sie halt mittlerweile aus, die neue deutsche Normalität im Jahr 2017. Und diese Normalität ist, man muss es in dieser Deutlichkeit sagen, eine Schande für unser Land. Und da diese Schande mittlerweile geradezu Normalität ist, hat Schorndorfs SPD-Bürgermeister Klopfer leider vollkommen recht, wenn er meint, dass von einem Ausnahmezustand in seinem Städtchen überhaupt nicht die Rede sein kann. Große Teile der politischen Linken, wohl auch er, haben sich scheinbar mit solchen Zuständen inzwischen abgefunden. Abgefunden mit temporär rechtsfreien Räumen, mit Kontrollverlust, mit einer ohnmächtigen, weil kaputt gesparten Polizei. All das ist traurige Realität in Merkel-Deutschland, das Schritt für Schritt zu einem Chaosstaat degeneriert, in dem man mittlerweile nicht einmal mehr angstfrei ein Volksfest besuchen kann. Und zwar, weil marodierende Horden die Polizei angreifen, Frauen sexuell belästigen, Menschen verprügeln, sich vollsaufen und mit Flaschen herumwerfen, wenn ihnen etwas stinkt. Und da können Sie mir noch so oft Panikmache vorwerfen, da können Sie mir noch so oft predigen, dass das Krawallwochenende von Schorndorf doch eigentlich ganz harmlos gewesen sei. Schorndorf hatte natürlich nicht die Dimension der Kölner Silvesternacht. Das würde ich auch nie behaupten, weil es schlicht nicht stimmt. Aber lesen, nein, das steht da nicht. Und im Übrigen, Herr Binder, haben wir die Debatte am Montag beantwortet. Da war die Faktenlage weit weniger klar als jetzt. Aber lesen Sie doch bitte einfach den gestrigen Polizeibericht. Da haben wir die Fakten. Dann fragen Sie die Polizisten, ob es denn tatsächlich dort so harmlos zugehen konnte, wie manche gerne behaupten. Sie fangen auch schon wieder mit Verharmlosung an. Wenn sich sogar die Polizei zeitweise zurückziehen musste, besondere Schutzkleidung anlegen musste und Verstärkung aus allen Landesteilen anfordern musste, dann fragen Sie bitte schön mal die betroffenen Frauen, wie harmlos es denn so ist, von mehreren Asylbewerbern sexuell belästigt zu werden. Ich sage Ihnen, das ist nicht harmlos, das ist beängstigend, zutiefst beängstigend sogar und widerwärtig überdies. Der Anstand verbietet es, diese Schande zu verharmlosen. Die Fakten. 53 angezeigte Straftaten, das wissen wir jetzt alles. Darunter 9 Sexualdelikte, 17 teils schwere Körperverletzungsdelikte und 9 teils besonders schwere Diebstahldelikte. Das ist eine heftige Bilanz. Da gibt es nichts mehr schön zu reden.
Und schuld daran sollen nach linker Diktion, wie immer, die Polizei, der Alkohol und hier auch die Realschüler und Gymnasiasten aus Schorndorf und Umgebung gewesen sein, die ansonsten nicht wirklich für ihre brutalen Gewaltexzesse bekannt sind. Meine Damen und Herren, für wie blöd möchte ein Bürgermeister Klopfer von der SPD uns und die Bürger dieses Landes eigentlich noch verkaufen? Polizei, Alkohol, Realschüler und Gymnasiasten gibt es in Schorndorf bekanntlich schon etwas länger. Neu hingegen ist eine Eskalation wie am Wochenende, die so nicht vorhersehbar gewesen sei. Das liegt nun einmal daran, dass eben doch etwas Neues hinzugekommen ist. Inmitten von echten Flüchtlingen und einer Mehrheit aus jungen Glücksrittern ist, gestehen Sie sich das doch endlich einmal ein, auch ein gewalttätiger Mob in unser Land eingedrungen, der dieses Land ungehemmt als Beute betrachtet, unsere Töchter als verfügbare Schlampen, unsere Söhne als Aggressionsmülleimer und unsere Sozialleistungen als Starter-Set für eine Gangsterkarriere. Eingeladen von unserer Kanzlerdarstellerin und ihrer Komparsentruppe während des immer noch andauernden infantil-kunterbunt-utopie-besoffenen Willkommensrauschs, auf den das böse Erwachen doch schon längst erfolgt ist. Beklagenswert nur, und Herr Skerl gibt gerade wieder ein Beispiel dafür, dass die schon länger hier Regierenden das immer noch nicht zur Kenntnis nehmen wollen. Die von den Kartellparteien angemeldeten Themen für die Aktuelle Stunde im Landtag in dieser Woche sind ja der beste Beweis dafür. Nach diesem doch sehr speziellen schwäbischen Wochenende mit viel Gewalt beantragt die SPD als Thema ernsthaft die Eiszeitkunst. Und die Grünen, sie feiern im Plenum wie kleine Kinder den 200. Geburtstag des Fahrrads. Und der Innenminister entdeckt lieber für sich wortreich die binäre Logik der Digitalisierung, als sich um seine ureigene Aufgabe als Innenminister zu kümmern. So ist das. Was für eine absurde Prioritätensetzung. Wie weltfremd muss man denn bitte schön dafür sein? Haben Sie auch nur ansatzweise den Ernst der Lage in diesem Land begriffen? Sie wollen die Probleme dieses Landes lösen. Sie sind Teil des Problems. Die amerikanische Philosophin Ayn Rand hat einmal gesagt, dass man zwar die Realität ignorieren könne, nicht aber die Konsequenzen der ignorierten Realität. Genau das tun sie aber. Das ständige Relativieren, das ständige Beschwichtigen, das ständige Vernebeln wird die großen Probleme im Bereich der Kriminalität, so der Zuwanderer, Schutzsuchende und Schatzsuchende überproportional beitragen, nicht lösen. Vielmehr leistet dieses ignorante Wegsehen, Weghören und Wegreden weiterer, schlimmerer Entwicklung Vorschub. Wann endlich reagieren Sie? Wann stellen Sie sich der nicht zu leugnenden Realität? Kontrollieren und schließen Sie die Grenzen für illegale Migration. Trennen Sie endlich sauber Asyl von Einwanderung, was Sie nicht tun. Beenden Sie die Kuschel- und Bewährungsjustiz. Schieben Sie Schwerstkriminelle ab. Es wird angesichts der Vorkommnisse höchste Zeit für eine Remigration. Andernfalls wird unser Land, Deutschland, schon bald nicht wieder zu erkennen sein und zu immer größeren Teilen in Chaos, Gewalt und Rechtlosigkeit versinken. Wir sind auf genau diesem Weg. Lesen Sie die Polizeiberichte, und zwar deutschlandweit, nicht nur den von Schorndorf. Da bin ich sehr, sehr skeptisch, ob Sie das lesen. Und wenn Sie das lesen, dann frage ich mich, warum Sie nicht handeln, Herr Skerl. Das frage ich mich dann. Wir erleben unübersehbar in diesem Land eine neue Dimension der Gewaltbereitschaft und Rechtlosigkeit. Sie tragen als Regierende die Verantwortung. Hören Sie endlich mit Ihren grandios gescheiterten Multikulti-Träumen auf. Werden Sie der Realität, wie sie ist, endlich gerecht. Herzlichen Dank.